Schönen guten Tag, schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Mein Name ist Dieter Wagner, ich leite Potsdam Transfer, das ist das Zentrum für Gründung und Innovation der Universität Potsdam. Und ich freue mich, dass wir zu diesem Thema Innovationsmanagement drei tolle Referenten bekommen haben. Zu meiner Linken als ersten Professor Dr. Marc Harris, dann Franziska Heide von der Technischen Universität München, Unternehmertum, das ist das dortige Zentrum für Innovation, und Herrn Dr. Udo Bub. Zumindest der erste und der letzte haben einen industriellen Background, ob das jetzt Intel ist oder auch Telekom, und haben einen sehr vielfältigen Lebenslauf. Die beiden anderen kommen von der Uni, aber davon können Sie auch ausgehen, dass wir beide jede Menge industrielle Erfahrung haben. Nachdem wir vorhin, ich weiß nicht, je nachdem wer jetzt hier in dem Raum war, mal so mitbekommen haben, wie Ideen generiert werden, haben wir heute mehr so das Thema, wie geht es weiter von der Ideengenerierung bis praktisch zur Bewertung einer Innovation und auch zum Businessmodell. Und durch die Anwesenden bedingt hat das Ganze einen etwas stärkeren technischen Touch, IT-Touch, aber trotzdem, das habe ich schon in dem Vorgespräch gemerkt, dass wir vier uns alle einig sind, dass die Personen, also die Menschen, eine ganz wichtige Rolle spielen. Und dass es mit Innovationsmanagement alleine nicht getan ist, sondern auch mit sehr viel Entrepreneurship und Gründergeist und so weiter und so fort. Um jetzt nicht zu viel am Anfang zu reden, ich würde sagen, Herr Harris gibt einen Impuls. Sie können, glaube ich, am Internet auch mein Bio nachlesen. Ich habe 30 Jahre Intel-Erfahrung. Die letzten 10 Jahre habe ich unter anderem Intels Entrepreneurship-Programm global aufgebaut. Und bin im Prinzip letztes Jahr von Intel in Rente gegangen, kann man so sagen, und verfolge meine Passion, die ich da bei Intel bekommen habe, in Aufbau von New Ventures. Sie werden aber sehen, diese Erfahrungen, glaube ich, treffen schon den Punkt, was gemacht werden muss. Wir sprechen über Innovation Management. Da muss man also zuerst mal definieren, was ist überhaupt Innovation. Es gibt sehr viele verschiedene Definitionen. Viele sprechen von der Innovation, wenn die eine Idee meinen. Wir sprechen von der Innovation eigentlich, wenn es ein Invention ist, das durch einen bestimmten Prozess geht. Eine Invention und ein Markt. Diese Invention wollen wir zu dem Markt bringen. Und den Prozess, den wir dabei verwenden, ist schade, dass Sie nicht sehen können, das hinter, ist Entrepreneurship. Okay? Das ist ein Prozess. Und wenn wir von Innovation Management sprechen, dann wollen wir eigentlich diesen Prozess kontrollieren, unterstützen, ein bisschen mehr helfen. Man sieht also hier in einem Beispiel, ja, wer hat den Glühbirne erfunden? Irgendjemand? Edison, ja, der ist auch hier dabei, ich muss ja vorsichtig, der ist auch hier dabei, 1979, ja, ganz unten. Dieselbe Technologie und patentiert war schon von den Deutschen 1940, also 40 Jahre vorher. Es war ein Invention. Hat auch patentiert, er hat auch gegen Edison litigiert, also Prozess angefangen. Er ist leider vorher verstorben, bevor das also zu Ende war. Aber Edison hat diese Invention zum Markt gebracht. Und die anderen dazwischen, das sind Forscher, haben gute Ideen gehabt, haben aber die nicht vollendet in diesem Prozess. Wenn wir jetzt schauen beim Entrepreneur, da machen wir ganz kurz, kein schwieriger Ausflug in die Mathematik, aber was ist der kürzeste Pfad zwischen Punkt A und B?
Typische Antwort? Eine gerade Linie, das stimmt. Wenn man im zweidimensionalen Raum ist. Okay? Wenn man im dreidimensionalen Raum ist, als Beispiel, wenn Sie nach USA fliegen, warum fliegen Sie über Grönland und Nordkanada, um nach San Francisco zu kommen? Ist die Great Arc, ist die kürzeste Linie. Okay? Das heißt, umso mehr Dimensionen, umso komplexer, man muss andere, kürzere Pfade nehmen, um zum Ziel zu kommen. Wenn wir das jetzt auf einen Entrepreneur anwenden und sagen, von einer Startup bis zum Gesell, also ein schnelllebiger Entrepreneur, ein schnelllebiger Startup, dann hat man sowas ganz komplex, das ist auf zweidimensional abgebaut, ja, und sehr häufig hat man da ein Loop Forever da drin, das heißt, man kommt da eigentlich gar nicht mehr raus. Okay? Deswegen ist es so komplex, man hat nicht eine gerade Linie, man hat auch nicht diesen Great Arc, weil das noch viel multidimensionaler ist. Die meisten Entrepreneure sehen das nicht am Anfang, die sehen A nach B und kommen also eben in diesen Loop Forever öfters rein. Okay, wie kann man da helfen? Also ich habe also bei Intel diesen gelben Teil hier sehr stark fokussiert. Wir haben 800 Faculty in Europa trainiert, in Entrepreneurship zusammen mit UC Berkeley. Wir konnten aber nicht weitergehen. Das war, weil wir über Intel Foundation gefundet waren. Wir konnten nirgends einen Profit machen, wenn wir tätig waren. Das war also rein Foundation-Aktivitäten. Aber eigentlich, was wir wollen, ist hier eine richtige Firma, die skalieren kann, die also investable ist. Und da hatten wir diese anderen Phasen nicht on board. Und also, als ich bei Intel in Rente gegangen bin, habe ich das hier im Prinzip aufgebaut mit einer ganzen Reihe von zusätzlichen Funktionen. Wir haben Experten rund um die Welt, die als Short-Time-Marketing-Coaches, Board-Advisory einsteigen können. Die sind selber Entrepreneure, die sind selber Rechtsanwälte, sitzen in Firmen, aber spendieren 2, 3, 4 Stunden die Woche für solche Aktivitäten. Das heißt, man muss nicht einen Experten fulltime on board bringen, um seinen Marketingplan erst einmal zu Ende zu bringen. Und wir haben also in einigen Locations in Europa Basisstationen, wo wir also die ganzen Services bringen. Wir helfen auch global die Entrepreneurs in verschiedene Märkte anzukommen. Zwei dieser Services, die Sie da vorfinden, fokussieren auf den US-Markt. Das eine heißt Deep Dive, das ist so 10-tägige Kennenlernen von US und auch den Entrepreneurial Ecosystem dort. Und dann gibt es noch eins, das heißt Get Traction, das ist 3 Monate. Und dort versuchen wir, die Firmen tatsächlich in den Markt zu bringen, also mit zusammenbringen mit lokale Firmen, Customers etc. Das war kurz mein Intervention. Ja, ich muss mal gucken mit dem Mikrofon. Ja, so geht's ja. Wenn man diesen Strahl da sieht, also wo sie über mehrere Phasen gehen, und ich glaube, das konnte man sehr plastisch sehen, würde mich interessieren, also ich habe verstanden, am Schluss kommt man ja dann zu den eigentlichen Projekten, mit denen man was anfangen kann. Aber trotzdem würde mich interessieren, die Personen, die möglicherweise in den anderen Phasen zwischendurch rausgefallen sind, können die dann später wieder bei anderen Ideen wieder neu anfangen? Man braucht ja auch nicht bei jeder Firma, bei jedem Spin-off oder Start-up nur Unternehmer. Also wie sieht das da mit der Mischung der Leute aus? Das würde mich interessieren. Ja, also prinzipiell glauben wir, es gibt immer die Diskussion, kann man Entrepreneurship lehren? Und wir glauben, dass wir das lehren können. Man kann nicht ein Entrepreneur garantieren, aber man kann jedem das Werkzeug geben, um ein Entrepreneur zu sein. Und sehr häufig kommen dann Teams zusammen, wo
einer nicht ganz mehr passt, aber vielleicht wieder beim anderen Team dabei. Okay. Ja. Und da muss man dann ein bisschen Matchmaking machen mit People. Also es geht um Leute. Und wir sprechen eigentlich häufig oder meistens von einem Entrepreneurial Team, weil das Team eigentlich das vollbringt. Eine vielleicht blöde Frage, waren da auch Leute dabei, die von der Firma ausgesucht wurden, die selbst gar nicht wussten, dass sie möglicherweise unternehmerisch sind, oder ging das mehr von den Personen dann aus, also wenn man sich bewirbt, um da jetzt mitzumachen in solchen Projekten? Das sind meistens sind 2, 3, 4 Leute, die also so einen frühen Startup dann anfangen. Die kommen dann, und die kommen dann als Gruppe und dann suchen die. Sind technische Leute, haben keine Marketing-Erfahrung, okay. haben keine Sales-Erfahrung. Und da versucht man eben mit dieser Palette von über 100 Leuten erstmal ein bisschen Matchmaking, damit die ihr Plan mal machen können. Und dann überlegen später vielleicht einen professionellen Salesman oder Marketing-Person an Bord zu nehmen. Dann ist das ja eigentlich durchaus ziemlich ähnlich, wie wir das und wahrscheinlich, wenn wir gleich sehen, an den Hochschulen machen. Also wir haben ja da zum Teil auch systematische Ausbildung. Wir haben aber auch Leute, die mit Gründungsideen kommen und dann von uns betreut werden. Und dann stellt sich ja auch häufig heraus, dass man zwar eine Idee hat, aber es fehlt dann noch an Marketing, Vertriebs oder auch an finanzwirtschaftlichen Kenntnissen und so weiter. Mhm. Insofern kommen wir zu unserer zweiten Referentin, Frau Franziska Heide von der TU München. Was haben Sie in diesem Zusammenhang vorzutragen, bitte? Das ist ein sehr schönes Stichwort zu dem Teil, über den ich mir heute vorgenommen habe, mit Ihnen zu reden. Denn ich bin eigentlich schon die ganzen Jahre zweigleisig unterwegs. Ich habe hier in Berlin studiert und dann 5 Jahre am Lehrstuhl von Professor Gmünden an der TU Berlin gearbeitet und bin dann an die TU München gewechselt in den Bereich Entrepreneurship. Und obwohl der Wechsel es dann erst offiziell gemacht hat, war ich vorher und bin es auch jetzt noch als Coach für Social Entrepreneurs unterwegs. Also seit vielen Jahren prägen mich diese beiden Denkrichtungen und ich finde es immer wieder total spannend zu gucken, wo liegen eigentlich die Unterschiede und wo sind die Gemeinsamkeiten. Und das, was sich mir aufgedrängt hat, und das hatten Sie jetzt auch schon gesagt, es sind die Leute letztendlich. Die Menschen, egal ob hinter der Idee eines Startups oder hinter der Idee einer potenziellen Innovation in einem Unternehmen. Letztendlich stehen immer Menschen dahinter, die das mit ihrer Leidenschaft nach vorn bringen, die sich etwas zum Ziel gesetzt haben, das auch gegen Widerstände durchzusetzen und die da auch dranbleiben. Und Sie hatten eben schon von dem Entrepreneurial Team gesprochen. Ein wichtiger Faktor dabei ist natürlich, dass die richtigen Leute zusammenkommen. Was unter dieser Maßgabe bedeutet aber richtig. Zum einen aus meiner Erfahrung und auch aus dem, was die wissenschaftliche Theorie dazu sagt, bedeutet richtig einfach, dass man sich gut riechen kann, dass man gut miteinander arbeiten kann. Richtig bedeutet aber auch, dass sich die Kompetenzen ergänzen. Also dass, Sie hatten es eben gesagt, Marketing und technologisches Know-how zum Beispiel zusammenkommt. Und bei den Entrepreneuren finde ich das ganz spannend, wenn zu uns Teams kommen und sagen, wir haben eine Idee und wir haben auch schon ein Team und jetzt legen wir mal los, dass wir in 99,958% der Fälle sehen, dass sich das Team im Laufe des Prozesses verändert. Denn letztendlich, egal mit welcher Idee Sie antreten, die Idee prägt das Team und das Team prägt die Idee. Es ist also immer ein Austausch zwischen beiden, zwischen dem, was ich inhaltlich tun will und zwischen dem, was ich mit den Leuten tue, die da um mich rum sind. Und in einem Startup kann das natürlich tödlich sein, wenn einer aus dem Team aussteigt, der kritisch ist, dann kann das wirklich bis dahin führen, dass man jetzt sagt, freeze, momentan geht nichts. Wir brauchen erst wieder jemanden, der diese Kompetenz abdecken kann. Das ist natürlich die große Herausforderung für ein Startup. Die haben aber die Möglichkeit, da sie so klein sind, relativ agil darauf zu reagieren und sich einfach neu zu formieren, sich neu aufzustellen und dann wieder draußen aufs große Spielfeld zu gehen. Im Innovationsmanagement demgegenüber gibt es das auch. Das sind dann Teams, in dem Fall dann eher die Projektteams, aber die sind ja eingebunden in ein größeres System, in ein großes Ganzes der Unternehmung.
Und deshalb sprechen wir jetzt hier auch nicht nur über Innovation, sondern über Innovationsmanagement. Also diese Projektteams, die als Innovatoren in Unternehmen unterwegs sind, sind ja eingebunden in dieses große Ganze. Und was mich hier in Berlin in der Zeit sehr fasziniert hat, ist das Promotorenmodell vom Professor Gemünden, weil das sozusagen meiner Erfahrung entspricht, aus dem Entrepreneurship-Bereich zu sehen, ach, das gibt es im Innovationsmanagement also auch. Da gibt es jemanden, der der technische Promoter ist. Und da gibt es jemanden, der der so-called Machtpromoter ist. Also jemand, der qua seiner Stellung etwas voranbringen kann. Und es ist super hilfreich, wenn die beiden zusammenkommen, miteinander arbeiten können und sich gegenseitig befruchten können. Und wie sich das dann ausprägt, in welchem Team welcher Promoter genau gefragt ist, zu welchem Zeitpunkt welcher Promoter in welches Team geht, das ist eine hochdynamische Angelegenheit, die gar nicht mal so trivial ist. Aber wenn sie gut fließen kann und wenn die Rahmenbedingungen dafür gesetzt sind, dass diese Übergänge auch funktionieren können, dann ist es einfach sehr positiv für das Voranbringen einer neuen Idee, das dann zur potenziellen Innovation am Markt werden kann. Und diesen Punkt sehe ich einfach als ganz kritisch an, der losgelöst von dieser Inhaltsebene betrachtet werden sollte, also als einzelner Schwerpunkt. Natürlich gibt es da die Verbindung, wie vorhin gesagt, beides wirkt auf beides, aber an sich ist das schon mal ein wichtiger Punkt. Und etwas, was wir an der TU München bei der Unternehmertum zum Beispiel machen, wir beziehen uns ganz doll auf Team-Matching, weil wir eben das als so wichtigen Punkt erkannt haben. Und da geht es zum einen bei den Startups darum, zu matchen, wer hat eine Idee und wer sucht ein Team. Wie divers ist dieses Team zusammengesetzt? Und wenn wir Innovationsprojekte machen, läuft das ganz genauso, dass wir gucken, wer hat welche Kompetenzen, wie müssen wir das Team aufbauen, dass es möglichst vielfältig ausgestattet ist, um so ein Innovationsprojekt für einen Auftraggeber umzusetzen. Und insofern ist das schon seit vielen Jahren mein Daily Business und fasziniert mich gleichzeitig immer wieder, weil es so unglaublich divers ist. Ja, vielen Dank. Ich bleibe auch sitzen. Ich habe mir meine Gedanken hier im Kopf vorbereitet oder hier auf einem kleinen Zettel. Ich möchte aber gerne auch anpassen auf Basis dessen, was ich heute gehört habe und was sich jetzt auch hier ergibt. Ich möchte also ein paar Impulse geben. Vielleicht fange ich mal einfach auch, so wie meine Vorredner, mit meinen eigenen Vorstellungen auch nochmal an, damit Sie vielleicht auch wissen, wo ich herkomme und wie so ein bisschen meine Denkweise ist, die ja doch auch durch den Lebenslauf stark geprägt ist. Ich bin also Ingenieur, habe an der TU München auch studiert, Elektrotechnik, Informationstechnik, war dann lange als Unternehmens- und Technologieberater tätig und bin 2004 nach Berlin gekommen, um die T-Labs zu gründen. Das sind die Deutsche Telekom Laboratories am Ernst-Reuter-Platz hier in Berlin. Das ist ein An-Institut an die TU Berlin, auch in Zusammenarbeit mit Herrn Gemünden zum Beispiel, aber im Wesentlichen an den technischen Fakultäten also angesiedelt. Und die Deutsche Telekom war damals in einer Umbruchsphase und hatte die alte Forschung und Entwicklungseinheiten zugemacht, weil die Kommerzialisierung und dieser Innovationsgedanke eigentlich nicht zufriedenstellend bewertet worden ist. Und man hatte gesagt, wir wollen nochmal ganz von vorne anfangen, nochmal ganz neu mit einer kleinen Gruppe, erstmal 20 Leute. Ich hatte die Ehre gehabt, also im Mai 2004 den Kickoff zu machen vor 20 Leuten. Es sind nachher 400 Leute geworden. Insofern nimmt das schon ein bisschen vorweg, dass das ein Erfolg war. Innovationsmanagement spielt dabei natürlich auch eine sehr große Rolle. In großen Unternehmen ist Innovationsmanagement doch wichtig, Prozesse sind wichtig. Man sollte es aber nicht überbewerten und auch gerade für Unternehmer möchte ich da also die Bezugspunkte auch nochmal klarstellen. Innovation ist auch in meiner Definition also eine Erfindung, eine Invention plus die Kommerzialisierung. Und es ist so, dass große Firmen das nicht unbedingt immer alles selber machen wollen und oftmals auch gar nicht können. Und das spielt immer mehr eine Rolle. Ich sehe einen Trend, ganz klar, jetzt branchenübergreifend, aber insbesondere auch in Branchen, die im Umbruch sind, wie zum Beispiel die Telekommunikationsbranche, dass ein Trend dazu ist, sich zunehmend zu modularisieren, Spin-offs zu gründen. Dafür braucht man Unternehmer, Entrepreneurs. Es ist nicht nur bei der Deutschen Telekom so, sondern bei vielen anderen auch, dass man also regen Kontakt zu Unternehmern sucht, um eben kleine Ventures zu gründen und dann groß werden zu lassen. Was ist daran attraktiv? Oder sind große Firmen denn überhaupt attraktiv? Und ich möchte auf alle Fälle meine Lanze für große Unternehmen auch brechen, sofern man die Rolle nicht überbewertet. Große Unternehmen können A,
ein erster Kunde sein, was sehr, sehr wichtig ist für einen Unternehmer, für einen kleinen Unternehmer erstmal, für einen Gründer. Das andere ist aber auch, Unternehmen können auch Eigner sein für Gründer. Also bevor man sich das Geld unbedingt vom Venture Capital jetzt holt, kann man das auch oftmals eben von einer Firma bekommen und hat da manchmal Vorteile, nicht immer Vorteile, aber ich würde mal sagen meistens Vorteile. Man hat dann also diese Sachen, die auch Professor Faltin auch heute nochmal dargestellt hat, also diese negativen Seite von Venture Capital und die pure Form des Kapitalismus hat man meistens in einer etwas sag mal, situativ angepassteren Situation, wenn man zum Beispiel für eine Business Unit für eine Firma gründet. Insofern ist das sicherlich auch sehr, sehr interessant. Also Firmen, wie die ich eben genannt habe, bilden auch zunehmend ein Kontaktnetzwerk zu Leuten, die Entrepreneur werden wollen. Es gibt auch Modelle wie Entrepreneurs in Residence, wo Leute von außerhalb auch mal intern mitarbeiten können, sich ein Thema suchen können aus so einem Pool von Themen, um dann nachher mit dieser Idee dann auch rauszugehen. Da ist man vielleicht erstmal interner Projektleiter und kann dann aber rausgehen und da so ein Spin-off oder Spin-Along machen. Spin-Along würde bedeuten, dass es vielleicht zum späteren Zeitpunkt wieder reingeholt wird in die Firma. Ist aber gar nicht so oft der Fall, sondern in der Regel sind das eben Spin-offs. Und es ist natürlich Verhandlungsgeschick, sich da selber Anteile dabei dann auch zu sichern, wenn man sowas macht. Also das ist schon mal eine sehr, sehr wichtige Rolle. Es gibt noch ein paar andere Punkte, wo ich Bezug nehmen will, auch insbesondere auch als Reflexion vor dem, was Herr Faltin heute gesagt hat. Und auch meine Denkweise widerspiegeln, wobei ich ihm in keiner Form widersprechen möchte, sondern nur ergänzen möchte oder eine weitere Sichtweise hinzufügen möchte. Er sprach von Komponenten, also man muss nicht alles selber können, sondern es reicht eigentlich, wenn man eins kann oder zumindest, wenn man ein Konzept hat und das andere machen lässt, stimmt. Es ist aber trotzdem gut, wenn man sich mindestens in einem Bereich gut bis sehr gut auskennt. Insofern, in meiner Erfahrung her, gut, ich komme aus der Technik, ich bin durchgehend mit Hightech-Sachen betraut gewesen, ich möchte das nicht übergewichten, aber möchte das als Beispiel geben. Es hat mir immer durch meine ganze Karriere hindurch immer sehr, sehr geholfen, dass ich da mein Standbein habe, wo ich eben sehr gut bin, sage ich mal, oder wo ich meine Erfolgserlebnisse hatte und die auf die eben aufbauen kann. Ich möchte nicht sagen, das muss immer die Technik sein, das kann auch was anderes sein, aber ich möchte schon sag mal, als Erfahrungswert wiedergeben, oder teilen, man sollte schon auch möglichst ein sehr, sehr starkes Standbein haben, dass dem man auch treu bleibt und das dann auch weiter pflegt. Soll es nur dieses eine Standbein sein, ist natürlich die gute Frage. Ich meine auch nein, ich denke Multidisziplinarität ist auch sehr, sehr wichtig.